Kampagnenlinks tracken bei Google Analytics. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin moderiere morgen und Sie schauen website-marketing.ch. Wenn Sie irgendwo auf einer externen Seite einen Link platzieren, dann möchten Sie natürlich wissen, ob da jemals einer draufklickt. Das kann bei Bannerwerbung sein beispielsweise, das kann auf Partnerseiten sein, das kann aber auch auf Facebook oder beispielsweise in der E-Mail-Signatur sein. Das heißt, ich will wissen, klickt man das an oder eben nicht, denn wenn man es anklickt, dann kann ich damit arbeiten, wenn nicht, dann kann ich es gerade so gut sein lassen. Das Ganze track ich in Google Analytics, das schauen wir uns an. Ich erkläre Ihnen aber auch, wie man diesen Link generiert und wo man ihn überall platzieren könnte. Ich bin hier in Google Analytics unter Traffic Sources, dann im Bereich Sources und Campaigns. Und hier sehe ich nun diese Klicks hier, die kommen von externen Seiten, also sind nicht auf unserer Seite, sondern aus irgendeinem Link, der auf irgendeiner Seite draußen ist. Beispielsweise bei News hier haben wir verschiedene News auf unserer Seite und die tracken wir. Dem geben wir dann Namen, eine Black Sox App News, eine Google Now News, eine Sunrise News und so weiter. Da wurden Links zur News auf unserer Seite extern gesetzt. Nun, wie muss ich den Link überhaupt generieren, damit dieser nachher hier drin angezeigt wird? Da muss ich auf diesen URL-Bilder von Google, da suchen Sie am besten nach Campaign-URL-Bilder bei Google Analytics. Dann kommen Sie auf diese Seite und da können Sie sich dann diesen URL zusammenbauen, damit das dann auch funktioniert. Das können Sie natürlich für eine x-beliebige Seite machen, die erscheint dann bei dem im Google Analytics drin, wäre vielleicht nicht ganz so nett, stört aber den entsprechenden auch nicht unbedingt. Nun, wie kann so ein Link platziert werden? Wenn wir beispielsweise News schreiben auf unserer Seite, auf unserer Webseite, dann posten wir das auf Facebook. Und hier ist so ein Link, also ein Kampagnenlink, und genau in dem Link geht es eben darum, dass ich den nachher hinten raus, den sehe ich also irgendwo hier in den News drin, den mir generierten Klick auf Facebook. Eine andere Möglichkeit ist hier beispielsweise auf unserem Blog. Wir linken hier von dem Logo aus, linken wir auf unsere Seite und wollen natürlich wissen, wie viel klicken nun auf dieses Logo hier überhaupt drauf. Denn das ist schlussendlich der Call to Action. Da schaue ich wieder in der Übersicht rein, gehe hier auf Channels und komme hier auf dieses Website Marketing Logo und sehe, dass hier 213 bisher auf diesen Link geklickt haben. Das ist über einen Zeitraum von vielleicht 4 Monaten. Also man klickt drauf, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Oder auch ganz interessant, und das ist dann mehr im E-Mail-Bereich. Ich habe hier beispielsweise eine Signatur im E-Mail drin mit 3 Links. Das ist einmal unser Web & Breakfast, das ist einmal der Link auf INM und das ist einmal der Link auf unserem Blog. Und da sehen Sie jetzt wieder, das ist wieder so ein abgekürzter Links, ein geschorteneter Link. Das kann man natürlich dann machen, dass es nicht so übel ausschaut, weil wenn der aus dem Generator rauskommt, ist das ein Riesending. Dann mache ich den kurz und hänge ihn hier hinten rein. Und auch da gehe ich wieder in die Übersicht rein, klicke hier drauf und habe jetzt hier beispielsweise diese E-Mail-Signatur drin. Das ist also der Link auf inm.ch und sehe hier, der wird genutzt. Also 158 Personen haben auf diesen Link geklickt und da kann ich natürlich meine Analyse wieder weiterziehen und die ist hier sehr spannend. Ich sehe beispielsweise, die bleiben 4 Minuten 18 drauf, wenn sie über diesen Link kommen. Sonst ist der Unterschnitt bei 2 Minuten. Das heißt also, die Besucher, die über diesen Link kommen, sind viel mehr wert, sage ich jetzt mal. Die sind viel interessierter, qualitativ hochstehender als Besucher, die sonst auf unsere Webseite drauf kommen. Das kann ich analysieren, das kann ich auswerten und dann eben auch beispielsweise für so einen Event wie unser Web & Breakfast nutzen, denn ich weiß, da wird draufgeklickt und die Leute sind interessiert, die da draufklicken. Nehme ich wunder, ob ihr diesen Kampagnen, dieses Kampagnen-Tracking oder diese Kampagnen-Links auch nutzt. Wenn nicht, kann ich gerne noch ein bisschen mehr Auskunft geben. Hierzu aber Kommentare wie immer hier unten. Wenn es euch interessiert hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website-Marketing.co geschaut.